Hallo zu einer neuen Folge Salzwelten für zu Hause. Vor einer Weile habe ich euch ja schon mal von einem Urmeer erzählt, das große Mengen an Natrium und Chlor enthielt, die beiden chemischen Elemente für unser Kochsalz. Jetzt wissen wir also schon, wie Salz entstanden ist und wie es ins Meer gekommen ist. Doch wie sieht das eigentlich mit unserem Steinsalz aus? Wie ist das unter die Erde gekommen? Wir sehen auf unserer Weltkarte, dass es überall Steinsalz gibt. Es sind diese gestrichelten Linien, die finden wir auf jedem Kontinent, etwas ungleich verteilt, aber es ist überall vorhanden. Und wir schauen uns jetzt einmal genauer an, wie dies unter die Erde gekommen ist. Bis vor 150 Millionen Jahren existierte der Urkontinent Pangäa, der alle vorhandenen Landmassen der Erde umfasste. Einige uns bekannte Regionen, so auch zum Beispiel Norddeutschland, waren zu dieser Zeit noch von einem Urmeer bedeckt. Da unsere Erde aus verschiedenen Barren besteht, die ständig in Bewegung sind, drücken sich die Erdmassen dort, wo die Barren aufeinandertreffen, teilweise hoch. Dabei trennten sie Teile des Urmeeres ab. Dieses Binnenmeer war jetzt natürlich vom nachströmenden Meereswasser abgetrennt. Und der Salzgehalt stieg, denn das Wasser in diesem Becken verdunstete. Schließlich setzten sich auch die ersten Salze am Boden ab. Zuerst Kalk, dann Gips und als drittes natürlich unser Kochsalz. Und im Laufe der Millionen Jahre verdunstete das ganze Wasser, bis nur noch unser Salz übrig war. Es konnten meterhohe Schichten sein, die zum Teil auch mehrere hundert Meter dick waren. Nun hatte der Wind freien Lauf und er wehte in mehreren Millionen Jahren ganz viel Ton und Sand über unsere Salzschicht, die mehrere Kilometer dick sein konnte, unter der nun unser Salz liegt. Und da diese enormen Erdmassen ganz viel Druck auf den Salzstock ausüben, konnten sich diese Salzstöcke plastisch verformen zu sogenannten Salzdomen, die ungefähr so zum Beispiel aussehen können. Diese Salzdome sind säulenartig aufgebaut und können bis zu 10 Kilometer hoch sein. Und hier kommt quasi auch der Name des Steinsalzes her, denn Steinsalz ist so hart wie Stein. Alles Salz stammt also von einem Meer ab. Egal, ob es sich um unser Siedesalz aus Bad Sassendorf handelt, das Bad Reichenhaller Salz, das wir aus dem Supermarkt kennen, das Salz vom Toten Meer, Kalahari-Salz aus der Wüste, iranisches Steinsalz oder das sagenumworbene Himalaya-Salz aus Pakistan. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.